Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier begrüßen, hier zu einer weiteren Mod-Vorstellung auf meinem Kanal. Ja, ich habe heute hier gefunden, hier diesen Class Axion 800er Serie. Finde ich schon mal ein cooles Teil. Leider hier nur für PC hier verfügbar. Nicht für die Konsolen. Finde ich ein bisschen schade. Ist ein cooler Trecker, muss man dazu auch noch sagen. Und ja, das Tolle dran ist, er ist hier mit Interface Control hier nutzbar. Ja, finde ich auch tolle Sache für Leute, die was gerne irgendwie im Spiel ja interagieren wollen. So Beispiel RP-mäßig oder natürlich, ja, sie wollen versuchen, so gut es geht, natürlich das Einsteigen in den Trecker natürlich so einigermaßen realistisch zu halten. Ja, das gute Stück kostet hier 160.200 Euro in Anschaffung, so wie er dasteht. Und wir sind hier bei Leasingkosten 8.170 Euro inklusive. Wir haben eine Leistung von 197 PS, entsprechend hier 145 kW Lastschaftgetriebe. Ja, und das gute Stück ist hier noch mit also guten alten Diesel ohne AdBlue, 503 Liter Diesel. Ja, und natürlich hier 50 km auf der Straße maximal, 9 Tonnen und den Reifen drauf von Drilleborg. Motorisierung haben wir jetzt in 820er, da gehen wir ein bisschen näher ran, dass wir es besser hier natürlich lesen natürlich können. Dann haben wir den 830er mit 235 PS, entsprechend hier 173 kW. Dann den 840er mit 250 PS, entsprechend hier 184 kW. Dann den 850er mit 264 PS, entsprechend hier 194 kW. Ja, also hier anständig am Power. Reifenhersteller, wie gesagt, hier haben wir Relleborg, Standardbereifung. Dann gibt es das Ganze natürlich hier mit Radgewichte. Schauen wir mal, ob wir hier die auch einfärben können. Nein, sieht nicht so aus. So, schauen wir mal hier Designfarbe, was wir da machen können. Wie wir sehen, ist das vorne das Gitter. Das können wir hier ja uns entsprechend hier natürlich designen. Und ja, schauen wir jetzt nochmal weiter bei den Reifen. Das Ganze gibt es hier natürlich auf Breitreifen. Das Ganze mit Radgewichte, dann hinten Zwillingsbereifung, allgemeine Zwillingsbereifung. Ja, dann hier natürlich auch die Pflegebereifung darf natürlich nicht fehlen. Dann gibt es das Ganze natürlich mit Zwillingspflegebereifung und natürlich Standard. Als nächstes gibt es hier Nokia mit die Kommunal. Da ist tolle Sache. Wir können ja auch hergehen und sagen, ja, wir wollen uns einen Trecker natürlich hier für die Kommunal haben. Ja, da würde ich mal sagen, gehen wir das Ganze hier auf schwarzen. Wir könnten auch natürlich weiß nehmen. So her für die Felgen natürlich. Das Optik, meine ich, ist immer eigentlich auch eine gute Sache. Das Ganze, ja, kann man uns natürlich so her kaufen. Dann als nächstes haben wir natürlich hier unsere Agrarbereifung. Dann und den Traktor King. Ja, das finde ich auch irgendwie ein bisschen schade, dass es also bei den Traktor King natürlich hier da keine Beispiel Breitreifen und Zwillingsbereifung sowas nicht gibt. Das habe ich bis jetzt ganz selten mal gesehen, dass sowas natürlich verbaut worden ist. Dann hier natürlich Michelin. Das Ganze gibt es mit Radgewichte, Breitreifen, mit Radgewichte, Zwillingsbereifung hinten, allgemeine Zwillingsbereifung. Und dann haben wir als nächstes Mitas. Das Ganze gibt es auch natürlich mit Radgewichte, Breitreifen, mit Radgewichte, Zwillingsbereifung hinten, vorne. Dann gibt es hier Continental noch am Start. Das ist auch natürlich mit Radgewichte auch zu haben. Breitreifen mit Radgewichte, Zwillingsbereifung hinten, allgemeine Zwillingsbereifung. Natürlich hier unsere Pflegebereifung auch noch vorhanden und natürlich unsere Zwillingspflegebereifung. Dann ist PKD auch zu haben. Das Ganze gibt es natürlich mit Radgewichte hinten, Breitreifen. Das Ganze natürlich hier mit Radgewichte, Zwillingsbereifung, allgemeine Zwillingsbereifung. Und dann natürlich Friedestein haben wir auch noch zur Verfügung. Das Ganze gibt es mit Radgewichte hinten natürlich. Breitreifen das mit Radgewichte, Zwillingsbereifung hinten, allgemeine Zwillingsbereifung. So, das sind wir jetzt hier einmal durch. Ja, das schauen wir uns hier noch das Ganze mal mit Breitreifen. Nee, die gefallen mir nicht. Ich muss mal schauen. Nee, die sind alle irgendwie mir zu schmal. Weiß ich nicht so recht, also. Naja, nimm mal den halt so. Ja, was können wir noch machen? Wir können uns hinten, also die Kotflügel, wie wir sehen, hier ein bisschen verbreitern.
oder verschmälern. Vorne einen Kotflügel können wir dran lassen oder weglassen. Also ich finde mal, da machen wir drauf das Ganze her einmal. Dann natürlich, wir haben hier Warntafeln, wie wir ja sehen. Das Ganze einmal EU, da gibt es das Ganze noch hier für USA. Wir nehmen mal die da her. Also einklappen, sowas kann man da nicht mit X. Ich habe aber auch nicht gesehen, also noch nicht gesehen. Vielleicht habe ich es übersehen wegen die Zwillingsbreifung, was ich drauf hatte. Ja, dass man die vielleicht mit Interface-Control einklappen kann. Das schauen wir uns auch natürlich noch an. Dann haben wir hier noch, also vorne her und hinten her, noch Zusatz extra Arbeitslicht natürlich hier vorhanden. Oder wieder Standard. Also ich finde, gutes Licht ist immer gut. Dann natürlich hier zwei Rundumleuchten oder nur eine kann man wählen. Dann natürlich vorne her kann man uns ein Gewicht drauf tun, 1600 Kilo. Da vorne ist kein Attacher dran, also kannst du nichts anhängen. Dann haben wir natürlich unsere Dreipunktaufnahme oder hier natürlich der Gewichteträger. Den habe ich jetzt noch nicht getestet, ob da vorne also der Attached oder nicht Attached, das können wir nachher natürlich noch machen. Dann haben wir Frontladerkonsolen mehrerer Hersteller hier zur Verfügung. Einmal ein Quick, dann einmal ein Hauer, dann hier Glas natürlich. Und ja, jetzt gehen wir her, suchen uns mal eine schicke Farbe mal aus, welche wir natürlich nehmen möchten. Oh, gefällt er mir eigentlich so eigentlich relativ auch ganz gut. Wie gesehen, also wir haben hier verschiedene Farben fürs Design natürlich. Da könnte man jetzt hergehen ein Chrom. Aber ich finde, ja, Chrom kann man auch lassen. Und was haben wir hier? Grau. Grau. Ja, kann man auch so nehmen. Natürlich Kennzeichen, weil so und so, wie du es gewohnt bist. So, jetzt kaufen wir uns natürlich den hier. So, da habe ich jetzt hier schon mal eine kleine Auswahl schon mal hergestellt. So, steigen wir mal in den mal ein. Ich finde es cool gemacht. Aber ich habe leider festgestellt, wir haben hier also nicht die Möglichkeit, den über ein Interface-Control hier zu starten. Das ist leider hier nicht möglich. Wir können hier natürlich hier die Türe zumachen, die Warnblinkanlage hier einschalten. Da sehen wir schon, hier es leuchtet, aber das Licht machen wir natürlich dann im Dunkeln, den Test. Jetzt starten wir erstmal hier unseren Trecker. Schauen wir hier natürlich, ob unser Zollstick hier animiert ist oder was. Also wie wir sehen, hier ist leider nicht animiert, das Zollstick. Ich sehe jedenfalls keinen. Ja, schauen wir mal auf die andere Seite. Da ist auch leider nichts vorhanden. Das ist ein bisschen schade. Ein cooler Mod, muss man wirklich sagen. Aber es fehlt hier natürlich. Ja, da ist hier mit der Arbeitskamera hier auch was sehen. Also schon mal verbaut worden. Können wir hier umschalten, links und C können wir hier unsere Arbeitskamera hier einschalten. Und dann haben wir hier unsere Arbeitskamera, wie wir sehen, hier für den Frontlader. Ist schon nice. So, gehen wir mal schauen, ob wir hier noch mal einen anderen haben. Ah, ist uns keine andere hier vorhanden. Vielleicht ist es die hier von Frontlader, muss ich auch mal schauen noch. So, ich schalten wir den hier aus. Weil ich bin jetzt ein bisschen irritiert. Hat er jetzt eine Arbeitskamera oder hat er keine? Nein, er hat keine. Aber es war vom Frontlader. Mein Fehler. Entschuldigung. So, jetzt fahren wir mal vor. Machen wir den hier unseren Attacher-Test für vorne her. Das andere machen wir mit unseren roten Kollegen. Ja, wie wir sehen, hier, der hier funktioniert schon mal. Komischerweise, dass der Hänger auch eine Arbeitskamera hat. So. Also jetzt kann man unschwer erkennen. Also wir können hier die Seitentafeln leider nicht einklappen. Ah ja, eines ist mir noch aufgefallen. Für Leute, die was da Wert drauf legen. Ja, Beispiel hier. So. Lass mal die Kamera wieder mal deaktivieren.
So. Wenn ihr diesen nehmt, müsst ihr darauf achten, es wurde nicht berücksichtigt für die Zwillingsbereifung. Egal, ob du linke Seite oder rechte Seite, du solltest darauf achten, dass du nicht so weit einschlagen tust, weil der Reifen ja hier, wie wir sehen, hier dran rumruppelt und würde hier deinen Tank oder diverse Sachen kaputt machen, wenn du natürlich auf realistisch natürlich stehst. Also, jetzt sind wir hier natürlich bei unseren Kollegen. Dann machen wir erstmal unseren Tatcher-Test, danach kommt da auch unser Licht-Test. Ja, also eins wundert mich wirklich, dass mit die Arbeitskameras, dass das eigentlich in die Traktoren so selten verbaut wird. So, sehen wir jetzt das gute Stück. Leider sehen wir hier, unser Oberlenker wird leider nicht ausgeblendet. Ist ein bisschen schade. Mir auch nicht aufgefallen davor, dass man also mit dem Interface-Control den deaktivieren könnte. Aber da werden wir jetzt mal hier vorgehen. Manche Sachen, die sieht man eigentlich erst, wenn man ein Anbaugerät dran hat, ob da eine Funktion vorne her mit Interface-Control hier, also Vorsprung vorne her mit den Knöpfen, nutzbar eigentlich hier ist. Nein, ist hier leider nicht, wie wir gerade feststellen. Türe natürlich können wir aufmachen. So. Schauen wir nochmal, ob wir hier natürlich, weil es ist wohl, weiß nicht genau, ist es jetzt in den Mod oder in anderen, ist das Sport live verbaut worden. Sehen wir jetzt hier, sehen wir jetzt hier, das Sport live ist hier verbaut. Du kannst hier die Zapfwelle schon mal hier vorne einschalten. Gehen wir nochmal raus. Normalerweise könnte man jetzt hier, wenn das also richtig alles gemacht worden ist, hier also auch normal steuern, aber es wurde hier in den Schlepper hier nicht verbaut. Also wie wir hier sehen, also können wir hier wieder die Zapfwelle ausschalten. Das wird natürlich dann, denke ich mal, bei einem Kollegen auch sein. Jetzt fangen wir nochmal an. Wir wollen natürlich jetzt wissen, wegen der Höhe. Ja, er geht komplett runter, wie wir sehen. Also wir docken das Ganze mal ab. Jetzt gehen wir erstmal unseren Hänger natürlich nochmal dranhängen. Also ich finde, der Schlepper ist nicht schlecht, muss man dazu sagen. Hier hinten dockt er auch ganz gut an. So, da sehen wir jetzt den hier. Also Kugelkopf, leider zu tief gesetzt worden, Punkt. Also gehört hier korrigiert, ist meine persönliche Meinung. Dass es optisch natürlich gut ausschaut. Ein Spielvergnügen steht da natürlich nichts im Wege. So, jetzt hier hinten. Gehen wir noch wieder in die Innensicht natürlich rein. Da sehen wir jetzt, hat der andere Button eine Bedeutung bekommen. Wir können hier also ein- und ausschalten. Jetzt hier hinten kann ich sogar senken und heben. Hier auch nochmal. Also kann man senken und heben. Das also ist wirklich hier über die Steuerung der Knöpfe hier also möglich. Wir können natürlich hinten das Fenster auch noch aufmachen. Seitenfenster, wie wir hier sehen, sind leider nicht zum Öffnen. Aber wir können das Dach hier natürlich aufmachen. Und natürlich hier können wir aufmachen. So. Sobald wir natürlich abgehängt haben, das Arbeitsgerät, also verschwindet auch hier der Button. So. Gehen wir hier in die Nachtschicht rein. So, sehen wir jetzt hier uns einen anderen Kollegen vorne mit der US. Da sehen wir hier das orange Licht. Machen wir nochmal so sein Rand. Da sehen wir hier, so sieht das aus im Dunkeln. So her. Unser Rundumleuchte. Bremslicht. Gut, da haben sie jetzt irgendwie einen Fehler gemacht. Ihr seht noch nicht mal die Lampen, aber wir sehen einen Schein. Da hat man beim Bremslicht einen Fehler gemacht. Also, das war, ist in der i3D der Fehler drin. So, jetzt, also das normale Licht haben wir das hier
Aber wenn wir sehen hier, Bremslicht, also da leuchtet nur also ein Schein am Boden, aber selber leuchten tut nichts. Unsere Tafel natürlich, das funktioniert ganz gut. Dann hier unser Arbeitslichter, hier sehen wir das Ganze mit Numbit 6 und vorne das Ganze mit Numbit 5. Leuchtet wie Weihnachtsbaum. Finde ich aber cool. So, jetzt fahren wir erstmal rüber, wo wir keinen so vielen Fremdeinflüsse natürlich haben. Schalten wir auch gleich hier unser Licht aus, weil wir wollen ja die Button natürlich hier mal durchtesten. Jetzt sehen wir hier unsere Warnblinkanlage. Das funktioniert schon mal. Dann sehen wir jetzt hier vorne das normale Licht. Hinten am Boden sehen wir den Schein. Dann hier unser Arbeitslicht hinten. So. Dann natürlich vorne und natürlich zur Seite. Das sollte normalerweise unsere Rundumleuchte sein. Die haben wir jetzt ausgeschalten. Schalten wir sie ein. Sehen wir, hier Rundumleuchte leuchtet. Coole Sache das Ganze. Also das gefällt mir sowas ganz gut. Ja, also wenn man dann so natürlich hier spielen auch möchte, das ist ja so eine Sache. Also das macht den Anreiz überhaupt natürlich bei sowas. So, Animation, Kontrolllampen haben wir vorne auf der Armatur schon. Blinkerhebel ist auch animiert, sehe ich gerade. Also schwer zu sehen. Ich mache das nochmal natürlich für euch. Auch bei Licht natürlich. Wir wollen jetzt unser Blinker natürlich nochmal schauen. Das sehen wir jetzt hier. Den Schein haben wir da, also die Reflexion, also nicht das Shining. So, wir haben jetzt auch einen großen Schlepper natürlich. Haben wir jetzt unseren Test her, was wir ziehen können. Da würde ich mal sagen, wir nehmen hier unseren Kaweco. Wir haben hier knapp 300 PS, aber schauen wir mal. Vorne hat er kein Gewicht drauf. Wie wir ja sehen, er hat schon Bums unter der Haube. Die 47 Kubik wird er wohl hier locker drüber. Da zieht die Fahrer extra ein bisschen langsamer. 55 km/h soll er machen. Ich fahre extra so langsam, weil mit Schwung kommt ja jeder drüber. Sehen wir hier, Achse ist flexibel. Reifenstaub und Spuren macht er auch. Ja, Horn hat er. Man hört's. In die Innensicht nochmal rein, weil ich ja gesagt habe, wir schauen uns ja noch an, dass wir die Animation, was da uns noch gegeben ist, im Innenraum. So. Wie wir sehen, hier Pedale sind hier animiert. Wir haben zum Vorwärtsfahren daher einen, also Kippschalter und dann natürlich hier, wie wir sehen, hier Blinker. Das ist hier auch animiert. Ja. Finde ich coole Sache, das Ganze. Spiegel, wie wir sehen, sind hier vorhanden. Da kann man nochmal rückwärts ranfahren. Mal schauen, wie gut wir eigentlich hier also sehen würden. Also wenn du so ranfährst, glaube ich, vielleicht trifft man. Ja, man driften. Von der Einstellung her ist nicht schlecht das Ganze. Wie wir auch sehen hier, vorne Instrumente sind hier animiert. So, ja, es ist wirklich ein cooler Schlepper. Lokmäßig schauen wir auch gleich mal her, was wir haben. So, lokmäßig, wie wir gesehen haben, ist er lokfehlerfrei. Ja, ich hoffe, euch hat natürlich hier
mein Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde mich natürlich freuen, wenn du hier reinschaust. Natürlich einen Daumen nach oben da lässt. Hiermit sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.